Herr Bach, Bundesfinanzminister Schäuble hat dieses Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, den ersten seit über 40 Jahren. Verdankt er dieses Ergebnis einer guten Konjunkturpolitik oder steckte dahinter auch maßgeblich die Schuldenbremse, die vor wenigen Jahren eingeführt wurde? Die Bundesregierung hat das Glück des wenig Tüchtigen, denn aufgrund der guten Konjunktur und der kalten Progression sind die Einnahmen des Staates momentan sehr hoch. Hinzu kommt ja auch, dass die Zinsen momentan sehr niedrig sind. Das bedeutet auch eine erhebliche Entlastung der öffentlichen Haushalte, über 1% des Bruttoinlandsprodukts, und das wird sich auch noch weiter erhöhen. Das heißt, man kann sagen, ein Großteil der Konsolidierung des Haushaltes, die wir ja erreicht haben, ist eigentlich auf konjunkturelle bzw. strukturelle Gründe der Finanzkrise und der Niedrigzinsphase zurückzuführen und wird sich in der Weise längerfristig nicht erhalten. Das heißt, die Notwendigkeit, auch an die Haushaltskonsolidierung zu denken, was momentan etwas aus dem Blickfeld geraten wird, die wird sich in einigen Jahren wieder ergeben. Kritiker der Schuldenbremse verweisen darauf, dass Schulden zur Belebung der Konjunktur ja sinnvoll und notwendig sind und den Schulden auf der Habenseite ein Vermögen des Staates gegenüberstehe. Gibt es überhaupt eine Vermögensbilanz des Staates und seiner Körperschaften, die dieses Verhältnis sinnvoll abbildet? In konjunkturell schlechten Zeiten kann sich der Staat natürlich verschulden und das lässt die Schuldenbremse ja auch zu. Wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass die Schulden immer weiter gestiegen sind und auch in guten Zeiten nicht zurückgezahlt wurden. Und das soll sich mit der Schuldenbremse ändern. Auch Investitionen müssen dann allerdings aus den öffentlichen Haushalten finanziert werden. Und das setzt natürlich neue Herausforderungen für die Finanzpolitik. Wie sieht denn die Vermögensbilanz des Staates aus derzeit? Können die nachkommenden Generationen damit zufrieden sein? Immerhin haben wir jetzt in Deutschland einen ausgeglichenen Haushalt, was ja schon mal ein Fortschritt ist gegenüber der Vergangenheit und auch im Vergleich mit anderen Ländern. Allerdings ist Deutschland ja ein Land, was relativ stark durch den demografischen Wandel in den nächsten 20, 30 Jahren betroffen sein wird. Und da stellen sich natürlich erhebliche Herausforderungen an die öffentlichen Haushalte, für die wir bisher nicht oder nur sehr geringfügig vorgesorgt haben. Und auch vor diesem Hintergrund muss die Finanzpolitik noch nachhaltiger werden. Sie sollte in den gegenwärtig guten Zeiten sogar Haushaltsüberschüsse erzielen, um für die Zeit ab 2030, wenn der demografische Wandel in Deutschland voll zuschlägt, gerüstet zu sein. Das heißt, sie sollte jetzt wieder anfangen, Vermögen des Staates aufzubauen. Wir sollten das Vermögen des Staates in der Tat erhöhen. Und das müssen wir dann natürlich aus den öffentlichen Haushalten nehmen, aus den laufenden Einnahmen und nicht überschulden, damit wir dann künftig für neue Herausforderungen gerüstet sind. Nun soll die Haushaltspolitik auch sozial ausgleichend wirken. Ist sie dieser Aufgabe in den letzten Jahren gerecht geworden? Wie ist die Gewichtung zwischen öffentlichen und privaten Vermögen in Deutschland und wie sieht die Verteilung der privaten Vermögen und Einkommen denn aus? Die Verteilung der Einkommen und auch der Vermögen ist in den letzten Jahren deutlich ungleicher geworden. Vor allem auch gerade im oberen Einkommensbereich, da sind die Einkommen sehr stark gestiegen. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen haben sehr stark zugenommen und da natürlich nur die wohlhabenden Haushalte in nennenswertem Umfang Vermögen bilden, hat das dann auch entsprechende Konsequenzen auf die Vermögensverteilung. Also die war immer schon ungleich und ist auch noch deutlich ungleicher geworden. Das heißt, man kann sagen, die privaten Vermögen, die eben sehr stark bei den wohlhabenden Leuten konzentriert sind, die sind sehr stark gestiegen. Die öffentlichen Vermögen sind gesunken, praktisch auf Null gesunken, weil die Staatsverschuldung ja immer weiter zugenommen haben. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, dem privaten Reichtum, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hat, steht zunehmend öffentliche Armut gegenüber. Gleichzeitig kann man feststellen, dass in den kommenden Jahren gesellschaftliche Entwicklungen drohen, die auch eine verstärkte Finanzierung erforderlich machen. Wie sehen die denn aus? Worauf muss man denn achten, wenn wir zukünftig die Finanzpolitik gestalten? Wir haben ja in Deutschland bekannte Defizite im Infrastrukturbereich, in der materiellen Infrastruktur. Da hat man den Erhaltungsaufwand vernachlässigt. Da gibt es einen erheblichen Nachholbedarf bei den Investitionen. Darüber hinaus muss man natürlich auch an verschiedene soziale
immaterielle Infrastrukturen, also im sozialen Sicherungssystem, im Bildungssystem, in der Forschung und Entwicklung denken. Da stellen sich aufgrund der allgemeinen Trends in Wirtschaft und Gesellschaft, die für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu erwarten sind, ganz neue Herausforderungen. Und da muss der Staat hineingehen, muss stärker präsent sein und muss auch Investitionen vornehmen, um die künftigen Entwicklungen vorwegzunehmen und das öffentliche Vermögen sozusagen an die Erfordernisse auch des veränderten privaten Sektors anzupassen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist Deutschland auch im internationalen Bereich für diese Aufgabe gewappnet? Deutschland steht ja momentan relativ gut da. Wir haben auch schon verschiedene Reformen durchgeführt. Wir sind allerdings in Deutschland doch künftig relativ stark vom demografischen Wandel betroffen und auch die Herausforderungen in der Weltwirtschaft stellen neue Anforderungen an den öffentlichen Sektor, sodass wir uns in Deutschland nicht ausruhen sollten auf den Erfolgen der Vergangenheit und vor dem Hintergrund der relativ guten Entwicklung der öffentlichen Haushalte, sondern eben in guten Zeiten soll man auch an die Zukunft denken und an die Zukunft vorsorgen. Das ist die Aufgabe der Finanzpolitik für die nächsten 10 Jahre. Herr Bach, ich danke Ihnen für das Gespräch.